Hallo und willkommen zurück zu Transportfieber. Hier läuft ja unser erster Zug. Ich habe ihn gerade auf die Gleise gesetzt für Pakete. Wir holen jetzt das erste Mal Pakete hinten, beziehungsweise Lieferzeugs. So, hier, der sollte jetzt wieder Bretter fahren. Bretter sollten hier hinkommen und auch wieder wegfahren. Das sollten wir alles schaffen. Hier habe ich eine Linie gezogen. Seht ihr das hier hin? Hier werden wir später die ganzen Waren verteilen. Da werden wir gleich noch einen Zug einsetzen, der da hin und her fährt. Aber wir fahren jetzt erstmal hier mit und gucken das erste Mal, dass der jetzt hier unsere Pakete abholt. Hier, das ist ein Nadelöhr. Das müssen wir noch ändern. Da müssen wir gucken, wie wir das hinbekommen. Ich habe große LKWs eingesetzt. Da kommen so die modernen LKWs, die MANs. Wir haben hier keine Dings. Warum haben wir hier kein... Auf was wartest du hier? Dass du nicht produzieren kannst. Du wartest immer noch auf... Jetzt müssen wir mal gucken, was der will. Okay, Sägewerk, das ist nicht so wichtig. Du kriegst Bretter, ne? Ja, Bretter kriegst du. Und die werden wir dann hier auf jeden Fall auch abtransportieren. Da stehen sie wieder hier. Die ganzen Dinger warten jetzt auf unsere ganzen LKWs, dass die beladen werden und dann ab dafür. Du wirst aber nicht beladen. Warum? Hm, komisch. So, guck mal, wo unser Zug ist. Gerade in der Unterführung drin. Ja. Wie gesagt, er hier. Und dann werde ich hier die Strecke auch nochmal ausbauen. Das ist noch nicht ideal, finde ich. Und hier, das machen wir wieder zu. Mal gucken, wie schnell der Zug es hier schafft, hoch zu beschleunigen. Der hat schon richtig PS, ne? Der hat auch über 8000 PS. Das ist eine Universallok sozusagen. Oh, da kam unser Stein-Dings. Was hat der denn drin? Ja, 108 Steine. Steine scheinen jetzt wieder ein bisschen zu laufen, aber auch noch nicht die Welt. So, er müsste jetzt hier links abbiegen. Das tut er auch. Na gut, 150 macht er und der steigt, ne? Der wird noch schneller fahren. Müssen wir mal gucken. Aber der ist nur für Pakete da, ne? Oh, jetzt war gerade gespeichert links. Der wird da ganz oben da, seht ihr da das Schildchen, da werden wir laden. Ah, 173. Ah, ich denke mal von der Geschwindigkeit her reicht das. Und der Stromabnehmer ist hinten. Es gibt glaube ich noch einen mit vorne. Also ich habe jetzt so viel Zeugs bekommen. Wisst ihr, wie viel Zeugs ich habe? Mein Gott, nee. Echt so viel Zeugs. So, wenn der jetzt bremsen muss, dann steht noch einer drin. Ja, der wartet. Da habe ich mir schon gedacht. Was ist mit dir? Da siehst du, du hast nur 47 Steine. Der produziert irgendwie keine Steine mehr hier. Da müssen wir mal gucken, warum. Versuch mehr Steine abzutransportieren. Tun wir doch. Ja, müssen wir noch einen Zug hier einsetzen. So, der sollte jetzt hier laden eigentlich. Wenn mich nicht alles täuscht. Aber der fällt mir hier aufs falsche Gleis ein. Den möchte ich rüber haben. Der nimmt aber auch noch nichts mit, davon mal abgesehen. Der wird jetzt gleich hier anfangen zu produzieren. Aber du kommst aufs falsche Gleis rein, mein Freund. So, wo haben wir denn? Paketehafen. Du kommst bitte von... Musste noch, was kommt denn da jetzt noch alles? Neue Coils. Ja, da gucken wir uns später an, aber ich möchte trotz allem hier rausfahren. Von hier fährst du bitte hinzufügen, hier raus. So, dann haben wir dich nämlich hier auf diesem Gleis, ne? Jawohl. Aber jetzt fährt er auch hin und zurück. Also hier fährt er rüber, okay. Dann ist alles richtig.
Dann hätten wir den nämlich umgelegt, dann können die nämlich hier Pakete stapeln. Machen die das schon oder machen die das noch nicht? Wahrscheinlich, weil wir noch keine Abnehmer haben. Die werden wir nachher weiterfahren, die Pakete. Ja, nichtsdestotrotz muss ich gucken, dass wir hier Steine wegkriegen. Jetzt bauen sich hier zwar wieder Steine auf, aber ich weiß nicht. Hier steht, Details versuchen, mehr Steine abzutransportieren. Müssen wir denn noch einen Steinzug hier draufsetzen? Oh, wir sind erstmal Minus. Wir machen jetzt übelst Minus. Ich hoffe, das können wir nochmal korrigieren. Ja, die ganzen Flughäfen, die kosten bestimmt richtig Geld. Wenn das jetzt mal kein Fehler war, wenn das nicht unser, habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Du Scheiße, ne? Hier kommen auch irgendwie keine Bretter mehr an. Ne? Ich weiß nicht, wieso hier keine Bretter mehr ankommen. Da die Züge, die sind nicht voll hier. Ne? Versuch mehr Steine abzutransportieren, aber ich habe hier 47 Stück. Oder kann das sein, dass die Hänger auf sind? Weil ich habe ja nur die Zugmaschinen getauscht. Ne? Das kann rein theoretisch auch sein. Aber wir haben jetzt kein Geld mehr. Wenn das jetzt so rapide runtergeht, dann gehe ich jetzt kaputt, ne? Fällt mir gerade mal auf. Kommt denn wenigstens die Brettertour wieder vernünftig hier runter mit Bretter? Was hast du geladen? Du hast noch gar nichts geladen. Du holst jetzt Bretter, ne? Oh, wir sind bei 18 Millionen minus. Ich glaube, wir gehen kaputt. Wieder zu schnell zu viele Züge auf die Bahn gesetzt. Eine Million zum Glück. Aber wir werden trotzdem wieder ins Minus gehen jetzt. Und wieder Minus jetzt, ne? Pass mal auf. 4 Millionen, aber das nutzt nichts. Wir gehen jetzt gleich wieder ins Minus, wenn die nächste Abrechnung kommt. So, ich hoffe, dass sie jetzt langsam mal die Pakete da drauf gepackt haben. Ne, immer noch nicht. Ihr seht das, das ist zum Mäusemelken. Kommen denn hier keine... Ja, der produziert da jetzt Waren. Jetzt sehe ich doch, dass der hier Waren produziert. Wir sollen mir die nur aufs Gleis stellen. Mehr soll er ja nicht machen. Da, und schon sind wir wieder Minus. Irgendwas läuft hier noch nicht rund. Das wollte ich euch eigentlich gar nicht gezeigt haben. Linie Stahl ist out of order. Warum Linie Stahl? Warum fährt denn Linie Stahl nicht mehr? Ach so, die haben wir noch gar nicht benutzt gehabt, ne? Linie Hafen ist auch tot. Ach, der bringt dem gar keinen... Okay. Können wir die zwei rausnehmen? Die kann raus und die kann raus. Aber hier stimmt trotzdem noch was nicht. Ich mache wieder Minus. So, er will auch wieder rausfahren. Ja, wenn die uns da jetzt keine Pakete hinstellen, ist vorbei, ne? Kommt der denn hier aufs falsche Gleis oder was? Ne, der ist jetzt aufs richtige Gleis wieder gegangen. Transportieren die denn hier wenigstens die Bretter ab? Da kann ich gleich wieder kontrollieren, wo hier der Fehler ist und warum der ist. Du müsstest ja dann rein theoretisch Bretter laden. Und wieso kommst du leer wieder? Kannst du nicht denn mal eben hier reinfahren und Bretter mitnehmen? Kriegen wir das nicht hin? Wenn der leer ist, hier anfahren, Bretter mitnehmen und zurück, dann wird der auch nicht leer reinkommen, rein theoretisch, ne? Und wir würden hier wieder mehr abtransportieren. Wäre das nix? Wie kriege ich das hin? Das könnte ich mal rausfummeln, dass der nicht immer leer mit den Brettern wieder zurückkommt, sondern hier ranfährt und lädt.
Dann fährt er dahin zurück, holt da wieder die Bretter und ja, weiß ich nicht. Müssten wir gucken, was will das Chemiewerk denn jetzt von mir hier? Was ist denn mit dir los? Versuch mehr Sachen abzutransportieren. Ja. Also ich versuche das Ganze hier auf jeden Fall wieder zu retten. Ihr seht ja wieder, ich habe hier wieder Bockmist gebaut. Irgendwo ist eine Linie ausgefallen. Ich hoffe, dass ich das wieder in den Griff bekomme. Ich melde mich dann wieder, sobald ich hier meine ersten Waren transportiere. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss, ciao und bye bye.